Whoa! Fuck, man. Keep driving. Holy fuck. Fuck, man. Call the cops. Yeah. 23 years old, missing from Illinois, 2007. Oh shit, I heard voices. We have to get the fuck out of here. Die Dinge, die Überwachungskameras aufzeichnen, ob nun in Autos oder in Häusern, sind manchmal gruseliger, als jeder Horrorfilm jemals sein könnte. Ich habe heute wieder einmal 5 gruselige Videos aus dem Internet rausgesucht, die vielleicht dafür sorgen werden, dass ihr eure Wohnung so schnell nicht mehr verlasst. Also lehnt euch zurück und viel Spaß beim Gruseln. Wut. Die folgende Dashcam-Aufnahme aus dem August 2021 beginnt zunächst ziemlich entspannt. Man sieht einen Mercedes, der auf dem Highway in den USA fährt. Im Auto selbst sind 2 junge Männer, die eigentlich an nichts Böses denken. Doch wenn man auf die andere Dashcam-Aufnahme guckt, die unten links in der Ecke zu sehen ist, von der Dashcam, die nach hinten aus dem Auto filmt, sieht man plötzlich einen silbernden PKW, der mit enorm hoher Geschwindigkeit immer näher kommt. In diesem Wagen sitzt ein Mann, der mit einer Axt wild umherfuchtelt und den Männern im Mercedes signalisiert, dass sie anhalten sollen. Was grundsätzlich eine sehr schlechte Idee ist, wenn jemand mit einer Axt einen bedroht. Als der Mann im silbernden PKW signalisiert, sie sollen ranfahren, rast der Mercedes umgehend davon, wird aber von dem wütenden Mann mit der Axt weiterhin verfolgt. Die beiden jungen Männer im Mercedes, die zu diesem Zeitpunkt Angst haben, alarmieren sofort die Polizei, damit diese zur Hilfe kommen. Von da an beginnt eine Verfolgungsjagd, wobei der Mann im silbernden PKW wirklich zu allem bereit ist. Guckt es euch selber einmal an. Bro, this car is fucking dead. Just got a cop job. Don't stress. Oh! Fuck, keep man. Driving! Holy fuck! Fuck, man. Call the cops. Yeah. He's gonna ram us again, bro. No. Yeah. Oh, keep going. Just keep... Oh my god! Fucking hell. Immer wieder crasht der silberne Wagen in den Mercedes, versucht unbedingt die beiden Männer zum Aussteigen zu bewegen. Dabei bringt der Fahrer auch sein eigenes Leben in Gefahr, da er nach jedem Auffahren keine Kontrolle mehr über seinen Wagen hat und wild von einer Seite der Straße zur anderen schleudert. Man kann sich nur vorstellen, dass wenn die beiden wirklich ausgestiegen wären, er sie vermutlich mit der Axt angegriffen hätte und zu allem bereit war. Erst als er nach einem weiteren Crash selbst von der Straße abkam und nicht mehr schnell folgen konnte, schafften es die beiden Männer im Mercedes zu entkommen. Kurze Zeit später war die Polizei dann auch auf der Suche nach dem Fahrer gewesen, der wenig später auch gefunden und festgenommen werden konnte. Viele Leute im Internet fragten sich natürlich, was die Gründe dafür waren, dass dieser Mann so durchdrehte. Viele vermuteten, dass es sich hierbei um Road Rage handelte. Sprich, zum Beispiel die beiden im Mercedes hatten ihn geschnitten oder die Vorfahrt genommen, weswegen er so wütend wurde und durchdrehte. Die Antwort war hier aber eine andere. Denn es handelte sich bei diesem Mann im silbernen PKW um einen 47-Jährigen, der zuvor Meth genommen hatte und deswegen eine enorme und vor allem unbegründete Wut gegen die beiden jungen Männer entwickelte. In seiner Wahnvorstellung, in der er sich befand, wäre er absolut zu allem bereit gewesen. Er wurde mittlerweile zu 2 Jahren Haft verurteilt und sitzt derzeit immer noch im Gefängnis. Vermisste Person. Im Jahr 2016 war der Betreiber des YouTube-Kanals Dateline 420 im Wald nahe eines Parks spazieren gegangen, als er plötzlich etwas unfassbar Gruseliges bemerkte und dies sofort filmte. Er fand ein Stück Wald, wo an vielen Bäumen Poster von vermissten Personen befestigt waren. Diese ausgedruckten Suchanzeigen waren in Klarsichthüllen gesteckt worden, um sie vor Regen und anderen Wettereinwirkungen zu schützen. Man konnte trotzdem klar erkennen, dass einige von ihnen wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit dort im Wald zu hängen schienen. Aber guckt euch das Ganze einmal kurz selbst an. Do you see the fucking trees? Little white shit. Okay. I was like, okay, these are probably no trespassing signs or maybe it's something for the wildlife or something. Anyway, I'll cut right to the chase because I might die. Look what these fucking are.
going on in here? This is Utah, Florida. They're all different. They're all fucking different. Every single one. This one's from Georgia. And look at this shit. Like, look where the fuck we are. Who the fuck does something like this? Man könnte an dieser Stelle jetzt vermuten, dass diese Plakate vielleicht Fälschungen sind. Doch alle Personen, die dort gezeigt werden, sind echte Vermisstenfälle, die größtenteils bis heute nicht aufgeklärt werden konnten. Es sind also keine Spaßplakate mit Fake-Personen. Nachdem dieses Video veröffentlicht wurde, bekamen viele Leute Angst, dass es sich hierbei um einen wahnsinnigen Serienkiller handeln könnte, der die Plakate aller seiner Opfer ausdruckte und in seinem Waldunterschlupf dann aufhängt. Gegen Ende des Videos findet nämlich Dateline 420 sogar ein mittlerweile verlassenes, aus Stöcken gebautes Gebäude bzw. ein Unterschlupf sowie ein großes Erdloch, welches anscheinend nachträglich mit Erde zugeschüttet wurde. Wer auch immer diese Plakate aufhing, schien eine Zeit lang in diesem bewaldeten Gebiet gelebt zu haben. Or this. Holy shit, I just realized what I'm looking at. The video's not doing it justice, but this bundle of sticks, they're lashed together. That's a cage of some kind, or a hut, or a lean-to, or something. All of these sticks that you can see, they're all lashed together at right angles, as if to make a cage, or a shelter, or a lean-to, or a trap. And this part right in the middle, it's a hole. It's a filled-in hole, but it's a hole. Auch hier gibt es natürlich wieder viele Spekulationen. Während die einen vermuteten, dass die Körper der vermissten Leute am Grund des aufgeschütteten Loches sind, waren andere der Meinung, dass Dateline 420, der YouTuber, alles selbst gefaked haben könnte für Aufmerksamkeit. Diese Anschuldigung konnte er allerdings schnell von sich weisen, da Dateline nach seinem Fund umgehend die Polizei alarmierte, damit diese diesem Mysterium auf den Grund gehen. Er selber hatte Panik, dass er hier vielleicht über irgendeinen Tatort gestolpert ist und wollte deswegen auf Nummer sicher gehen. Damit konnte er versichern, dass er das Ganze nicht gefaked hatte. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen, doch eine klare Antwort, was es mit den Bildern auf sich hatte, gibt es leider bis heute nicht. Die Polizei fand damals keine Spuren, die darauf schließen lassen, dass eben dieser Fund Anzeichen auf dem Verbleib der Vermissten liefern könnten. Die Polizei vermutet eher, dass es sich hierbei um ein Setup für eine Location für eine Halloween-Party handelt. Da sie dies vermuten, dass das also alles nur Dekoration ist, hörten sie wenige Wochen nach dem Fund mit den Ermittlungen auf. Heutzutage sind die ganzen Zettel verschwunden. Warum man Halloween-Deko aber einen Monat vor Halloween in einem abgeschiedenen Wald aufhängt, ist nicht bekannt. Bis heute ist es möglich, dass diese mysteriöse Person, die dort lebte und die Poster aufgehangen hatte, mit einigen der vermissten Fällen zu tun hat. Überfall. Im Juli 2017 wurde dieses verstörende Video von einer Dashcam aus Russland aufgenommen. Eine Großmutter war mit ihrem Enkel unterwegs gewesen im Auto, als sie einen Schleichweg entlang fuhren, der direkt an einem Getreidefeld lag. Normalerweise war dieser Schleichweg wenig befahren, da er ziemlich abgelegen war und von Navigationssystemen nicht erfasst werden konnte. Während sie aber dem Weg folgten, tauchte vor ihnen, stillstehend auf einmal, ein dunkler Van auf, der quer über die Fahrbahn parkte, sodass man nicht vorbeifahren konnte. Aus dem Van stiegen dann plötzlich zwei bewaffnete Männer, die absichtlich mit ihrem Wagen die Straße blockiert hatten, um andere Autos zum Anhalten zu bewegen. Der gruselige Moment, als die Männer mit Baseballschlägern versuchen, die Großmutter und ihren Enkel aus dem Auto zu zerren, wurde von der Dashcam aufgezeichnet. Зачем? Ходи в машине. Ну-ка. Что там? Камера сниму. Камера снимает. Я тебе сказал, выходи в машину. Камера снимает, ты что? Ходи в машине, блядь. Тебе что надо-то? Ну-ка я выйду. Могу. Вы что? С ума сошли, что ли? Сейчас, подожди, скот. Бабушка, ты что делаешь? Ну-ка. Дрянь. Останови машину. Не буду останавливать.
Die beiden Männer wollten entweder die beiden anderen ausrauben oder ihnen noch Schlimmeres antun. Sie rechneten wahrscheinlich damit, dass der Enkel sie nicht überfahren würde, solange sie eben vorm Auto stehen. Als der eine Räuber aber versuchte, die Beifahrertür der Oma aufzureißen, nutzte der Enkel die Chance, Vollgas zu geben und fuhr umgehend davon. In diesem Moment waren die beiden aber noch nicht sicher, da die Räuber sie noch eine kurze Zeit lang mit ihrem eigenen Auto verfolgt hatten. Mehrfach kann man in dieser Dashcam-Aufnahme noch die Großmutter panisch schreien hören, als sie scheinbar von dem Van gejagt werden. Бабушке, блядь, плохо станет. Ты что творишь-то, блядь? Glücklicherweise schafften die beiden es unbeschadet, den Angreifern zu entkommen. Soweit ich aber herausfinden konnte, wurden die Räuber bis heute nicht gefasst. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die Tür des Autos nicht abgeschlossen gewesen wäre. Oma mit Messer. Die nächste Aufnahme wurde von einer Ring-Camera, sprich die Kamera an einer Türklingel, aufgezeichnet. Die Aufnahme startet mitten in der Nacht, als plötzlich eine ältere und verwirrt aussehende Dame sich dem Haus nähert und scheinbar aufgeregt immer wieder umherguckt und immer wieder auch in ihre Hände starrt, in denen sie ein sehr großes Küchenmesser hält. Guckt euch diesen gruseligen Anblick einmal selber an, den die Familie in dem Haus nachts mit ansehen musste. Die Dame, die dort kam, drückte nicht die Klingel des Hauses. Manche Nutzer vermuteten nach dem Upload, dass die Frau vielleicht zuvor jemanden umgebracht hatte, vielleicht ihren Ehemann, und nun nicht mehr wusste, was sie tun sollte und das Messer weiterhin bei sich trug. Andere hingegen glaubten, dass die Frau versuchte, die dort wohnende Familie auszurauben, wenn diese denn die Tür geöffnet hätten. Die wahrscheinlichste Antwort ist vermutlich, dass die ältere Dame an Demenz leidet und daraufhin einfach nachts mit einem Messer in der Hand zum Haus der Nachbarn ging. Da sie weder jemanden bedrohte, noch irgendwie versuchte, wo einzubrechen und nur sehr verwirrt aussah, ist dies vermutlich der tragische Grund für ihr seltsames Verhalten. Ich konnte nicht herausfinden, ob die Polizei sie festgenommen hat oder überhaupt involviert wurde. Aber mal ganz ehrlich, was hättet ihr bei diesem Anblick mitten in der Nacht getan? Wer war das? Das folgende Video aus dem Jahr 2021 sieht zunächst nur noch einer schrecklichen Tragödie aus, entwickelt sich aber zu einem unfassbar gruseligen Mysterium. Aufgezeichnet wurde es kurz vor 20 Uhr auf einer Autobahn bei Sydney, als der junge Mann Mitch Kuhne mit seinen Eltern unterwegs war. Zunächst sieht man auf der Dashcam-Aufnahme nur eine dunkle Straße, bis plötzlich links etwas auftaucht, das kurzzeitig von seinen Scheinwerfern angeleuchtet wird. Für einen kurzen Moment konnte man erkennen, dass scheinbar ein Kind mitten in der Nacht auf der Autobahn steht und beinahe von dem Pickup-Truck von Kuhne überfahren wird. Als Kuhne dies erkannte, war er natürlich schockiert und fuhr sofort ran, um nach dem Kind zu suchen, bevor es noch von einem anderen Auto erfasst wird. So spät nachts ohne Beleuchtung auf der Autobahn zu sein, ist absolut lebensgefährlich. Man fragt sich natürlich, woher dieses Kind plötzlich kam und was es auf der Autobahn zu suchen hatte, doch ab hier wird der Vorfall sehr mysteriös. Denn nachdem Kuhne ausgestiegen war und seine Eltern die Polizei alarmierten, bemerkte er, dass dort auf der Straße kein Kind mehr gewesen ist. Die gesamte Autobahn war abseits von den Autofahrern menschenleer gewesen. Was auch immer dort vorhin noch auf der Straße stand, war plötzlich verschwunden. Die gerufene Polizei führte daraufhin eine ausgiebige Suche der Region durch, doch weder auf der Straße noch auf angrenzenden Wiesen, Feldern und Wäldern konnte das besagte Kind gefunden werden. Es war beinahe so, als wäre es plötzlich spurlos verschwunden, genauso schnell wie es aufgetaucht war. Auch wurde in dieser Nacht kein Kind als vermisst gemeldet. Bis heute weiß niemand, was genau dort auf der Straße gestanden hatte.
Manche vermuten, dass das arme Kind einfach nicht gefunden wurde und bis heute irgendwo in angrenzenden Wäldern liegt, während andere glauben, dass wir hier vielleicht gar kein echtes menschliches Kind sehen, sondern eventuell einen Geist oder ein anderes übernatürliches Wesen, das plötzlich auftauchen und genauso schnell wieder verschwinden konnte. Was glaubt ihr, was es war? Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.